Also es gibt einiges, was mich wütend macht. Man muss so liberal sein und so offen sein für alles. Und das finde ich nicht. Wir brauchen gewisse Regeln im Leben, weil ja, dann kommt mir die Polizei auch abschaffen. Dass so wenig Wert auf Bildung gelegt wird. Unberechtigter Reichtum. Klimawandel. Dass man einfach Feuerwerk schießt und den Müll quasi liegen lässt. Natürlich AfD und so. Diese Homosexualität, diese Sexualität, wie es heute gelebt wird. Er als Finanzminister muss ja da nicht Bescheid wissen, weil er ist ja kein Steuerberater. Also wütend machen mich eben so Artenschutzgeschichten. Und was auch teilweise von unseren Kindern schon in den Schulen gefordert wird, dass mein Kind einmal mit 5, 6 Jahren Pornos schauen soll. Ja, da kriege ich eine sehr große Wut. Keine Wohnung, immer Straße. Was mir Angst macht, ist, sich ein gewisser Fremdenhass zum Beispiel. Zu sagen, das ist eh wurscht, das sind eh nichts wert. Gekommen in die Nacht, keine Kochen, keine Duschen, ist ganz traurig. Und das Thema Abtreibung. Naja, besonders wütend, das ist eine sehr schwierige Frage, weil ich eigentlich die grundsätzlichen gesellschaftspolitischen Entwicklungen sehr begrüße.